Gefahren, dann bin ich aufgestiegen in die 125er IDM. Da bin ich 2 Jahre gefahren, dann in die WM. Das ist nicht so gut gegangen. Dann habe ich angefangen 600 zu fahren, weil ich einfach zu sehr gewachsen bin in der deutschen Meisterschaft. Da bin ich 3 Jahre gefahren, im dritten Jahr deutscher Meister geworden und jetzt fahre ich seit 2 Jahren IDM Superbike bei Yamaha. We'll be right back.